So, hallo, wir machen weiter. Bei Zeldas Zusatztraining. Ich starte von vorne. Es bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Wir waren am Anfang wahrscheinlich zu langsam, keine Ahnung. Und dann war es aus der Situation, in der wir waren, einfach nicht mehr möglich. Ich weiß es nicht. Ah, ist das kacke, echt. Ich versuche jetzt einfach möglichst schnell, möglichst viele zu sammeln, dass wir immer wieder neue Gegner versammeln. Also, ne? Immer wieder neue Gegner bekommen. Am Anfang geht es ja echt noch fix. Weil es halt die leichten Gegner sind. So, aber wenn dann die Exalfos kommen, die brauchen halt 3 Jahre, bis die mal draufgehen. Ich treff nix. Ich werde Hyrule beschützen. So, da kommen nämlich schon die nächsten nach. Da gehen wir gleich wieder rein. Wenn ich es nämlich schaffe, dass immer ganz viele herkommen und nachkommen und so weiter, stabil. Wenn ich das schaffe, dann kann ich praktisch immer wieder für so viel Nachschub sorgen, dass es uns eben nicht passiert, dass es mal zu wenige auf dem Feld sind. Das ist das Ding. So, gleich haben wir 500. Aber das Problem ist halt jetzt... Da unten sind eine Menge. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist halt jetzt, wird es dann langsam wieder weniger Gegnerzeug, ne? Also, man kann es nicht proportional sehen, dass man sagt, jetzt hat man innerhalb von der Hälfte der Zeit mehr als die Hälfte der Gegner geschafft. Das funktioniert nicht, weil nach einer gewissen Zeit kommen halt nicht mehr diese leichten Gegner, sondern die schweren und die dauern länger. Das ist kein proportionaler Zusammenhang. Den hauen wir gleich weg. So, weg mit dir. Aber wir, also vorhin hatten wir diesen Knackpunkt, ne? Diesen Knackpunkt von 750 hatten wir bei 330. Daran können wir uns jetzt ja messen. Wann wir die 750 erreichen. Ja.
600. Die nächste Meute kommt nach. Das war ein guter Treffer. Ich werde Hyrule beschützen. 700. Ich werde Hyrule beschützen. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte und haben unsere 750. Ja, das ist natürlich sick. Aber man sieht es ganz oft auf der Karte, die werden nur weggeschleudert, die werden noch nicht schlussendlich besiegt. Und da muss ich aufpassen, dass ich hinterherkomme und die mitnehme. So. Da sind nämlich ganz viele, die sind nur angeschlagen. Die habe ich irgendwann mal weggeschleudert. Aber noch nicht besiegt. 800 bei 345. Das ist deutlich mehr als vorhin. Aber ich werde es nicht verschreien. Ich werde es nicht verschreien. Es ist noch viel zu einfach, hier zu versagen. Eben weil es jetzt deutlich langsamer vorwärts geht. Haben wir ja vorhin gesehen, ne? Wusch. Okay, die hat es alle gefetzt, das ist gut. So, weg mit dir. Mach das bereit. Ich war siegreich. Schnell auf die 900 kommen, haben wir gleich die 900 und dann kommt der Rest. Jetzt kommt der Rest. Und jetzt empfange ich die gleich auf dem Weg zur Brücke, weil dann kann ich die nämlich schön mit meinem Pfeil in einem Schwung erledigen. Yes, 21. Die hat's alle weggefetzt, sehr gut. Plan ist aufgegangen. Und die nächste Meute ist da drüben. Da schießen wir auch mal rein. Das war nicht schlecht. 950. Ja, wir haben es vorhin einfach die ganze Zeit, wir haben es einfach vorhin völlig falsch angefangen. Und dann war ich halt leider zu stur zu sagen, ich will jetzt aber an der Stelle weitermachen und nicht komplett von vorne anfangen. Ich hätte von vorne anfangen sollen. Manchmal muss man einfach wirklich komplett aufgeben und von vorne starten. Dann läuft sowas auch. Ich werde Hyrule beschützen.
Aber es hat halt jetzt nochmal 10 Minuten gedauert und das wollte ich vorhin nicht und dafür haben wir dann eine halbe Stunde umsonst gespielt. Nice. Sehr, sehr nice. So. So, jetzt können wir erstmal wieder Materialien kaufen. Diesen dämlichen Ausdauerhonig. Auf jeden Fall. Wovon es immer nur 3 Stück gibt. Ich glaube, den Ausdauerhonig muss ich mal gucken, wo es in welchen Missionen es den gibt. Vielleicht gibt es ihn in irgendeiner Mission, wo wir noch Truhen brauchen. Dann würde ich es mal damit versuchen zu kombinieren. Ach so. Schütze die Quelle des Mutes. Naja, jetzt nicht. Aber das können wir wieder mit Link dann spielen. Da. Ja. Ja. Einmal Spurtkarotte mal 10. Oh. Dann hier kriegt es den Ausdauerhonig. Ausdauerbarsch brauchen wir auch. Ah. Genau, so sieht's aus. Ah. Dann hier gibt es den Ausdauerhonig. So sieht's aus. So. Woher weiß ich jetzt? Ach so, ich muss mal die anderen... Ah. Hier ist Ausdauerhonig und anderes Zeug drin. Das muss ich mal rausnehmen. Ich will gerade... Stimmt, das muss ich auch wieder kaufen. Ja. Oh. Oh. Was ist denn jetzt noch in meinem Radar drin, was mir gerade die Sicht auf den Ausdauerhonig verhagelt? Die Spurtkarotte. Okay, jetzt ist nur der Ausdauerhonig im Radar drin, ne? Jetzt müsste ich sehen, in welchen Missionen es den Ausdauerhonig gibt. Okay, den gibt es nur zu kaufen. What the heck? Oder ist jetzt... Moment, nein, jetzt ist gerade gar nichts im Radar, ne? Jetzt ist gerade gar nichts im Radar. Den Honig habe ich gebraucht für das eine Rezept. Wo ist denn das Rezept? Wo ist denn das Rezept? Da. So, in welcher Mission gibt es den Ausdauerhonig? Es bleibt dabei. Es gibt den Honig in keiner Mission. Ich kann den also nur kaufen. Ist das euer Ernte? Keine Mission mit Ausdauerhonig. Nix. Doch da. 10 Ausdauerhonig bekomme ich hier. Großes Grillfest der Goronen. Rein geht's. Machen wir die Mission. Spurtkarotten gibt's hier auch. Ja, das ist ja genau perfekt. Okay, Link. Schlag einmal wild um dich, bitte. Und auf geht's. Eieieiei. Huh. Heißt großes Ausdauerfest, das ist eine sehr lange Mission, oder wie muss ich das verstehen? Man weiß es nicht so genau. Oh Mann. Boah. Jetzt habe ich wieder... Es ärgert mich so. Ich will immer mehrere Parts aufnehmen und dann bleibe ich an einer Sache hängen und es wird einfach... Ein Part, der wieder eine Stunde geht. So, ach, Mann. So komme ich nicht voran. Ich hätte einfach direkt von vorne starten sollen, die eine Schlacht, und das wäre es gewesen. So, was soll ich tun? Besiege viele Gegner. 6 Minuten, okay. Ja, so lange kann es ja nicht sein, wenn es eh nur 6 Minuten Zeitlimit ist.
300 Gegner, okay. Mist. Ja, wenn es die nämlich nicht anzeigt, die speziellen Module, dann bringen die gar nichts. So, schreiten wir voran. Da hinten sind viel mehr Gegner. Lavabrocken wurden gesichtet. Na Mensch, hätte ich jetzt nicht mitbekommen, gell? Dein Ernst? So kurz vorher. So, 100. Zweihundert gleich zumindest jetzt. Aber ich frage mich nur gerade, ob hier jetzt auch nochmal Gegner nachkommen oder ob ich jetzt wirklich mit dem arbeiten muss, was ich hier habe. Nicht, dass es nachher wieder knapp wird. Da oben ist noch eine große Runde. Wie viel erwische ich? Oh ja, das war nahe. Oh, da ist der Rest. Okay, das war's. Easy. Easy going. Wusch. Ah, jetzt kommt noch ein Leun oder was? Irgendwas Großes muss. Ah, okay, so ein Ding kommt. Was? War die falsche Taste? Das war die falsche Taste? Das war die falsche Taste? Das wollte ich ursprünglich drücken. Hui! Und tschüss. Juhu! Das war's. Nun kann das Grillfest stattfinden. Na Mensch. Soba. Grillfesto. Und hier kriege ich meinen Ausdauerhonig. Ah, es ist keine Sportkarotte. Scheiße. Es ist eine Fit-Karotte. Na gut.
Na gut. 10 Ausdauer und ich, damit müsste jetzt die eine Mission zumindest gehen. Die andere fehlt dann noch. Ich glaube, das Rezept geht damit jetzt, ne? Das andere, dafür braucht man ja 30 Ausdauerhonig, das geht, glaube ich, noch nicht. Ja, Lust auf Süßes verfügbar. Hierfür brauche ich 30. Ich frage mich jetzt halt, soll ich sparen? Soll ich erstmal den Ausdauerhonig bis zu 30 bringen und dann? Weil es würde nur noch der Ausdauerhonig fehlen. Na, und hier würde ich jetzt halt wieder 10 Ausdauerhonig erstmal hergeben. Für ein Rezept, was ich nicht nutze. Ich würde sagen, ich spare erstmal. Wieso gibt es jetzt keinen Ausdauerhonig eigentlich neu zu kaufen? Ich habe doch gerade eine Mission gemacht. Müsste es jetzt nicht neuen Ausdauerhonig zu kaufen geben? Wo ist denn der Laden mit dem Ausdauerhonig? Hier ist der doch, oder? Ach, weil er nicht im Radar ist. Weil er nicht im Radar ist. Hä, der ist registriert. Ach so, der... Ah! Er ist noch im Radar, aber er wird nicht mehr benötigt, weil er nicht fehlt. Ergibt alles schon wieder Sinn. Das hier muss ich reintun. Dann ist der Honig drin und der Fisch. Und jetzt ist der Fisch raus. Jetzt haben wir nämlich genug Fisch. Aber jetzt fehlt noch der Honig. Und den gibt es jetzt auch nicht mehr in der Mission, weil das war ja nur eine Missionsbonus. Also es gibt sonst keine Mission, wo man einfach so Honig bekommt. Ich muss den Honig kaufen und der Honig ist einfach super wenig, den man kaufen kann am Stück. Dann gehen wir erst auf 30 Honig, weil ich möchte erst das hier haben. Ich möchte erst das hier haben. Okay, so. Dann schauen wir uns jetzt aber endlich mal an, restliche Missionen für Kisten. Hier haben wir jetzt alle Kisten, okay. Das heißt, das war die letzte... Ja, wir gehen's mal in der Liste durch. Wir gehen es jetzt mal nicht auf der Karte durch, wir gehen es auf der Liste durch. Da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Da fehlt uns jetzt eine Kiste. Im Wald der Crocs. Oh, Gott sei Dank, dass wir da jetzt den Radar haben. Also den besseren Radar. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Auf geht's. Nur normaler Kampf. Aber muss ich jetzt nochmal gegen Astor am Ende kämpfen? Och, nö. Das dauert immer so ewig. Ah, kämpf halt nochmal gegen Astor. Alles nur wegen einer Kiste. Weil die Kiste zählt ja nicht, wenn ich sie habe und dann rausgehe. Ne? So zählt die ja nicht. Oh, die Mission ist insgesamt so lang. Geht heim. Na? Was ist los? Lad halt jetzt. Danke. Ja. Oh nein, jetzt hören wir die ganze Zeit wieder den Blöden. Ach, geh mir nicht auf die Nerven. So, wo ist die Kiste jetzt eingezeichnet? Ich sehe keine Kiste. Sehe ich die nur auf der Minimap? Ich sehe legit keine Kiste. Wo ist die Kiste eingezeichnet? Oder ist die nicht, weil das Gebiet noch nicht offen ist oder so? Ist die deswegen noch nicht eingezeichnet?
Das kommt mir gerade. Was ist eigentlich, wenn man jetzt mit alten... Okay, sie hat jetzt hier auch ihr Dings an. Also bin ich blind oder ist hier noch keine Kiste eingezeichnet? Na gut, wie gesagt, vielleicht ist die Karte auf der Minimap dann zu sehen. Ich meine, erstmal muss ich ja sowieso alles aufdecken. Wenn wir den ersten Teil durch haben, können wir uns wahrscheinlich dann um die Kiste kümmern. Das ist ja das Problem, ne? Genau, das ist ja das Problem. Ah, die halten sich auf. Ah, nee. Womit kämpfst du, Zelda? Du hast Lichtpfeile. Jetzt kämpft die echt wieder mit dem Ding. Aber dann kämpft sie jetzt ja mit dem schwachen Ding, ne? Das ist ja blöd. Das ist dann ja blöd. Oder muss ich das irgendwo einstellen, dass es die Kisten anzeigt? Nicht, dass ich jetzt hier lost bin. Kann ich das irgendwo einstellen? Nee, okay. Na, nicht, dass ich hier, ne? Die Einstellung einfach nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie dieses Symbol aussieht. Ich hätte jetzt halt mal auf so ein Thron-Symbol gehofft. I don't know. Nicht, dass ich jetzt Quatsch mache und ich mache hier wieder alles umsonst und ich sehe das noch nicht. Das wäre nicht so cool. Ich meine, ich weiß ja, wann die Mission zu Ende ist, ne? Das weiß ich ja. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, bevor die Mission zu Ende ist, mich drum kümmern, indem ich dann nochmal die Webseite aufmache. Sollte die Kiste jetzt nicht irgendwann hier auftauchen auf der Karte. Bisher sehe ich keine Kiste. I don't know. Aber wie gesagt, da die Mission einen komplett zweiten Teil hat, der noch nicht mal jetzt offen ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass es dann wirklich auch erst dann auftaucht, die Kiste. Ach ja, na klar. Es ist ja noch ein gar... Ah, ja, logisch. Es ist ein Großteil der Karte ja noch gar nicht... Stimmt. Ich bin dumm. Das ist ja gar nicht der vollständige Krogwald. Da kommt ja noch ein ganzer Großteil dazu. Ja, ja. Ich bin blöd. Sorry. Das ist ja gerade bei der Mission so, dass die Karte am Anfang überhaupt nicht vollständig ist. Schon wieder komplett vergessen. So, komm her. Kollege. Ja, hatte ich dann schon vor, ne? Und tschüss. So. Dann können wir jetzt den Rest des Waldes aufdecken. Hurray. Jetzt kommt nämlich die nächste Zwischensequenz und dann ist der Rest des Waldes aufgedeckt.
haltet doch alle die Klappe, lasst mich weitermachen. Das ist das letzte Mal, dass ich die Mission spiele. Aber wirklich. So, jetzt ist nämlich die ganze Karte aufgedeckt. Und jetzt sehe ich ein Truhensymbol. Da, unter links, rechts der gelbe Punkt unten, da ist eine Truhe. Allerdings, das sieht schon wieder so aus, als ob die einfach mitten am Wegrand ist. Weißt du, mitten am Wegrand und ich sehe sie nicht. Könnte mich aufregen. Genauso sieht es aus. Du kannst nur Marono steuern. Nee, danke. Oh, wobei, doch. Du, da. Wieso kann ich sie denn nicht? Na, dann eben so. Du. Da. Du. Da. So geht die Mission natürlich viel schneller. Oh mein Gott. Dass ich das nie genutzt habe, ist so dämlich einfach nur. Komm, mach dich weg, geh mir nicht auf den Keks. So. Hier rum. Da ist die Kiste. Jetzt sehen wir sie auch alle. Okay, also es funktioniert es genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr, sehr gut. Aber dass ich die wieder übersehen habe, selbst als ich die Crocs gesucht habe, bin ich doch hier rumgelaufen. Ich bin ein echt großartiger Kistensammler. So. Ciao. Wechsel. Falsche Richtung, Impa. Gehst du bitte da rein? Go, Impa. Wo ist sie denn? Ah ja. Jetzt zählt es. Sag mal, ich weiß nicht, was du da treibst, Impa, aber kämpf um Himmels Willen. Das war interessant. So, Mifa. Falsche Richtung. Ich spawne. Beziehungsweise ich lasse mich spawnen und werde erstmal verprügelt. Genau meine Nummer. Ja, weg mit euch. Hier, mit euch will ich mich gar nicht befassen hier. Moin. Alter. Ich
Tschüss. Maronus, überlass das mir! Ausnahmsweise ein Kampf mit Maronus. Gegen Phantom-Urbosa. Aber so geht die Mission so viel schneller. Mein Gott, ey. Halt die Klappe. Und tschüss. Oh mein Gott. That's it. Jetzt kämpft Maronus gegen Astor. Oh mein Himmel, ey. Ja. Auf geht's. Zählt das jetzt eigentlich schon als geschafft? Kann ich jetzt raus? Ich trau mich nicht. Ich trau mich absolut nicht. Ich bin sicher, man muss den Kampf noch machen, sonst zählt die Kiste nicht. Wo ist er denn? Na gut, der Kampf geht jetzt doch recht fix. Oh wow, sogar richtig fix. Holy moly, wir zerlegen ihn ja komplett in unserem Level. Er gibt aber auch natürlich Sinn. Ach komm, lass es doch gleich. Und tschüss. Komplett zerlegt. Ja, da wäre ich auch geflohen an seiner Stelle. Eieiei. Sheesh. Sheesh. So, das war die Kiste. Das hat sich doch gelohnt. Ich muss aber unbedingt testen, in irgendeinem Level, wo man sofort an die Kiste rankommt, ob man wirklich bis zum Ende des Levels spielen muss oder ob die Kiste zählt, wenn man sie einmal gesammelt hat. Ich muss das unbedingt einmal testen. Aber das geht, wie gesagt, nur, wo es nicht 3 Jahre dauert, um hinzukommen. Hier hätte ich jetzt ja immer wieder den Anfang neu machen müssen. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall vermeiden. So, 3 Stück. Fehlen immer noch... Ja, 7 Stück. Oh, leck mich doch fett. Spurtkarotte. Ja. Und die sollte jetzt reichen. Das mit der Spurtkarotte sollte jetzt funktionieren. Das war das hier. Wie viel fehlen denn da? Ah, 4 Stück fehlen da immer noch. Okay, auch gut. Meinetwegen. So. Ah, und hier muss ich die Dings noch kaufen. Das habe ich ja aus dem Teil gerade rausgenommen. Jetzt geht das. Okay, dann passt es. Aus dem Dings rausgenommen, um zu schauen, wo die Missionen sind mit. Ja, ist doch gut. So. Okay, gut. Hier schließen wir den Part ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal mehr Truhen und Nebenmissionen. Und tschüss.